Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play AG-Spiel. So, ja, wie ihr seht, keine Post, kein nix. Doch, ich habe alles schon vorbereitet. Ich bin sozusagen der Jean Pütz der Börse. Das habe ich hier mal vorbereitet. Denn wir müssen nicht jedes Mal alles durchklicken, was man am Start so macht. Denn ihr wisst ja mittlerweile schon, worauf man guckt. Auf Depot, hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel eine Anleihe ausgezahlt bekommen. Die habe ich mal direkt in kleine Anleihen aufgeteilt, habe ein bisschen Bargeld über und bin natürlich jetzt auf Shoppingtour. Und das habe ich angekündigt in der vierten Folge. Wir möchten auf Newcomer Shoppingtour gehen. Das bedeutet, wir möchten neben unserem Depot, ich gehe noch mal rein und zeige noch mal unser Depot. Das sind alles Investitionen in Aktiengesellschaften, die natürlich sehr, sehr groß sind. Das sind also unsere Kapitalriesen am Markt, unsere großen Aktiengesellschaften, die schon lange, lange Zeit dabei sind. Da ist natürlich die Investition relativ sicher, weil die wissen mittlerweile, was sie tun. Die haben eine große Kapitalkraft und können gewisse Dinge auch wieder kompensieren und sind relativ stabil. Dafür ist ab und zu mal das Wachstum nicht so stark, aber das sind so fast so die Sparbücher im Börsenspiel, wo man sein Geld also sicher aufbewahren kann, auch mal gut traden kann und gute Gewinne generieren kann. Und ja, aber wir wollen natürlich auch ein starkes Wachstum haben. Das geht natürlich nicht nur, indem man das gesamte Geld immer nur in die ganz großen AGs steckt. Man muss auch mal was riskieren. Man muss also auch ein bisschen den, ja, no risk, no fun, das gehört halt zur Börse dazu. Deswegen gehe ich heute mal mit euch zum Einkaufen an der Newcomer-Börse. Das heißt, bei relativ neuen Aktiengesellschaften etwas einkaufen gehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, aber zwei Möglichkeiten, die ich bevorzuge, die muss ich euch ja präsentieren in diesem Let's Play. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, in den Highscores etwas zu blättern, und zwar genau gezielt im Newcomer Highscore. Dort werden alle neuen Aktiengesellschaften aufgezählt, hier die zwischen 7 und 29 Tage alt sind. Und dann wird mit einer Formel kalkuliert, wie jetzt im Vergleich diese Aktiengesellschaften stehen. Und da gibt es ein eigenes Ranking. Also wer 30 Tage alt ist, ist raus, sozusagen. Ne? Als alter Sack nach 30 Tagen, da ist man nicht mehr im Ranking. Wir sehen hier schon auf Platz 1 Edelfisch. Edelfisch auf Platz 1. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Würde man jetzt hier draufklicken, kommt man aufs Datenblatt. Au, ein schickes Logo, muss ich sagen. Oh doch, ja, das gefällt mir sehr gut. Schöner Schriftzug, die Farbe. Toll geworden, schlicht, aber toll, aussagekräftig, Edelfisch, wirklich Edellogo, Edelfisch. Wer hat es gemacht? Hat das reingeschrieben? Nee, oder? Nein, Beschreibung, keine Beschreibung. Keine Beschreibung bei Edelfisch. Na, also so ein schönes Logo und keine Beschreibung. Das ist aber fischig, du. Also das muss man ja nochmal. Okay, aber wir sind jetzt hier nicht um. Oh, toll. Also ja, gut. Aber Lob an den Logo-Designer, Lob an die Aktiengesellschaft für die. Für das Konzept, ja, für das Anleihenkonzept zum Beispiel. Da sieht man schon 90% Anleihen, ein paar Aktien dazu und ein relativ, also ein richtig gutes Wachstum. Das ist natürlich ein schöner Start, aber man kommt nicht an die Aktien. Das ist schon klar, fast klar gewesen. Also Platz 1 im Newcomer-Ranking, dass da nicht unbedingt, wenn überhaupt billig, die letzte Aktie wurde für 364 Euro gehandelt und jetzt will keiner verkaufen, aber es will noch jemand für den gleichen Kurs kaufen. Also es ist logisch. Also in dem Ranking ist schwierig, ein richtiges Schnäppchen zu kriegen, weil da sehr, sehr viele drauf gucken. Worauf ich aber immer losgehe, beim Newcomer Shopping, Börse, neue AGs. Also da und runter und zack. Dort werden alle neu registrierten Aktiengesellschaften aufgelistet. Und hier die letzten Registrierungen von heute, 25.02.2014, bis runter, das ist eine Menge, Samstag, 15.02. Also da sind schon mal einige Aktiengesellschaften, wo man ein bisschen stöbern kann. Worauf schaue ich aber? Es gibt hier oben eine schöne Menüleiste und da kann man sich toll dran orientieren. Es gibt hier einige Kennzahlen, der Buchwert pro Aktie, der Kurs pro Aktie. Da kann man immer so ein bisschen gucken. Okay, noch ist hier der Kurs viel zu hoch, der ist doppelt so hoch wie der Buchwert der Aktie, der bei neuen Aktiengesellschaften auch gleich der FP ist. Also ist eine Gegenkontrolle. Also bei ganz neuen Aktiengesellschaften kann sich ja am gleichen Tag nicht viel getan haben vom FP. Also kann man nämlich sicher davon ausgehen, dass die 100 Euro Buchwert auch der FP sind. Also das gucken wir doch mal. Tata, Überraschung. So, das bedeutet, wir haben hier bei der Aktiengesellschaften noch vom System, damit startet es ja, 200 Euro, das heißt 200% überm fairen Preis. Damit startet man
Und dann füttert einem die Systembank so ein bisschen mit immer geringeren, was ist das denn? Wann kommt denn das Let's Play? Folge 5, bin süchtig. Den Spaß nehme ich mir jetzt mal. Nehme gerade auf. So. So, okay, das musste ich jetzt sagen. Das ist ja Let's Play. Also Let's Play, das ist ja nicht Let's Tutorial oder Let's Erklär mir, sondern Let's Play. Und da gehört halt eben auch mal dazu, dass man im Chat vielleicht mal was schreibt. Also ich, den Spaß muss man einfach mal mitmachen. Wie gesagt, ich habe auch schon ein bisschen Post bekommen. Natürlich, einige sagen, ja, Mensch, ist ja ganz lustig, aber erkläre noch mehr. Aber ich finde einfach, wie gesagt, dass der Name Let's Play ist ja schon eigentlich vielleicht aussagekräftig genug, dass man mal auch mal ein bisschen Spaß hat und ein bisschen lustig vor sich hin plaudert. Dann mache ich doppelt so viele Folgen und erkläre das halt eben in 100 Folgen statt in 50 oder in 2000 statt in 10. Nein, ich will es auch nicht übertreiben. Ihr sollt natürlich auch Spaß haben, aber trotzdem was lernen, natürlich auch für viele Newcomer. Ich habe ja auch Spaß dabei und dazu gehört halt eben, Moment, dann mal eben Beeilung, ja schneller, ich mache ja, ich weiß, ich mache ja, okay, schnell, ich soll Gas geben, also Börse, neue AGs, ich gebe Gas, so, und zwar kann man hier sehen, wie viel von der Systembank noch gehalten wird, wenn man hier diese Zeile einfach mal mit der Maus, man bleibt also drauf, damit irgendwann verschwindet es da oben ja, ne? Also so, und deswegen bleibt man mit der Maus hier einfach mal drauf, wenn man sich nicht verrutschen möchte und sieht dann immer so, oh, die Prozente fallen, und hier sieht man schon, ab dem, ja, hier schon ungefähr, also kurz vor Tagesende, Montag, ja, Sonntag, Samstag, ja, Montag, ja, gut, also hier fängt es schon an, 60%, 60, 57, 55, also hier sieht man schon, dass die Systembankanteile immer weniger werden. Also es wird mittlerweile was gekauft vom Markt, weil die Preise natürlich auch fallen. Das sieht man an der Zeile. Kurs zum BW. 200%, 196, 192, 184. Das ist so ein Antesten von der Systembank. Irgendwann wird ein Käufer zuschlagen. Das machen wir natürlich auch. Wir wollen ja auch zuschlagen. Schlagen wir doch mal zu. Und daran orientiere ich mich immer. Bargeld. Natürlich auch in Kombination mit der, wann war die Aktiengesellschaft vielleicht zuletzt online und wie hat sie gehandelt. Mit einem Blick aufs Depot. Bei der ersten erkläre ich es jetzt mal etwas detaillierter. Und dann natürlich ratter ich hier durch, weil ich will ja ein bisschen was einkaufen. Das schaffe ich in 15 bis 20 Minuten. Ich habe ja bis jetzt immer noch keine 15-Minuten-Folge aufgenommen. Leute, das wird auch, glaube ich, nichts. Also 20 Minuten wird, glaube ich, so ein Maß aller Dinge werden. Mal 19, mal 17. Ich muss mal gucken. Ne? Also, ja, so. Ich gucke immer das Bargeld an. Was hat die Aktiengesellschaft denn schon so eingekauft? Wenn eine Aktiengesellschaft startet und geht dann irgendwann online, hier 46 Minuten, und hat dann noch 250.000 Euro immer noch im Depot und 750.000 Euro, also wie gesagt, hat noch nichts gemacht und geht dann wieder offline. Gut, kann es sein, dass man sich erstmal schlau liest und vielleicht am nächsten Tag loslegt, aber ich gucke explizit auf die Aktiengesellschaften, die vielleicht schon mal was bewegt haben. Hier sehen wir aber noch, die Preise sind noch sehr hoch. Somit scrolle ich erstmal runter. Es muss ja auch vom Preis interessant sein. Und jetzt wechselt gleich die Farbe von den Prozenten auf grün. Das zeigt, dass mittlerweile der aktuelle Kurs unter dem BW liegt. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass der aktuelle Preis, der Verkaufspreis da ist. Das zeige ich jetzt gleich. Aber so, 98%. Das bedeutet, ich würde jetzt schon mal die Aktie günstiger bekommen, als sie eigentlich wert ist, wenn das noch der Fall ist. Wenn das noch nicht schon einer schnell abgegriffen hat. Also ich mache das mal im neuen Reiter. Zack. So, ja, und wie ich sehe, es wurde schon gekauft. Genau das, was ich geahnt habe. Das heißt, dieser Preis hier, dieser von der Selbstversorger AG, auch ein geiler Name, wahrscheinlich hat er sich selbst gekauft. So, also 50 Euro. So, und 49,29. Und da hätte ich gerne natürlich gekauft. Ich gucke rein und es wurde schon gekauft. Ich war zu langsam. Um 18.35 Uhr wurde schon zugeschlagen. Mensch. Okay, gehen wir weiter auf Shoppingtour. So, 100%. Das ist zum Beispiel, ja, hier ist aber noch sehr viel Bargeld da, da wurde nichts gemacht. Hier zum Beispiel 99% und hat schon ein bisschen was gemacht. Narhalla. Gut, da gucken wir doch mal. Finde ich mal vielleicht einen schnellen... Ja, hier, guck, da habe ich es doch... Da ist zwar jetzt die Aktiengesellschaft gekauft worden für 1970, aber die Systembank hat gerade noch wieder für 1976 noch welche am Start. Ich tippe mal drauf, dass es die Systembank ist, denn das letzte Mal wurde heute
wann war das denn heute? Um die Mittagszeit gekauft, sehe ich gerade. Ja gut, dann müssen wir das mal so hinnehmen. Ja, ich sehe hier 75% in Anleihen, 22% in Aktien. Das heißt, es wurde genau das gemacht, was man am Start machen sollte. Erstmal vielleicht ein paar Anleihen zeichnen und ein paar Aktien kaufen. So, und jetzt gucke ich mal ins Depot. Nur Gegenkontrolle. Ja, schön gestreut. Keine Riesenbeträge auf eine Karte gesetzt. Auch ein paar alte Hasen dabei. Fairplay und Löwenstein und MLM. Und alles immer schön in kleinen Paketen. Das ist hervorragend. Ein Beispiel. Wunderbar. Gut, hier natürlich. Ah gut, da sind nur 4.000. Aber Martin ist natürlich eine teure Geschichte. Guckt euch selber mal. Martin und Co. ist natürlich immer so ein heißer Kandidat. Selbst ich habe noch keine Aktien von Martin. Das ist echt schwierig, daran zu kommen. Und deswegen, gut. Dann haben wir hier jetzt, eine 100.000 Euro Anleihe gezeichnet. Zu 10 Tage, also Optimum. Also genau den Weg gegangen zum Start und ich möchte natürlich gleich einkaufen. Davon hole ich mir welche. Sie sind zwar jetzt etwas teurer als der faire Preis. Wenn man den nicht sehen kann als Nicht-Premium-Mitglied, dann orientiert man sich am Buchwert so ein bisschen und da wurde natürlich auch ein bisschen, die Tendenz ist also positiv und da kaufe ich jetzt mal. So, ich kaufe jetzt genau den Anteil und ich mache aber eins, was ich in der vierten Folge erklärt habe. Ich stelle diese Kauforder auf die nächsten 5 Minuten Rhythmus. Warum? Weil wenn ich da jetzt keine Zeit eingebe und ich stecke die Order sofort rein, sieht man sofort hier, ich gehe jetzt mal wieder rechte Maustaste und neue Registerkarte, sieht man hier sofort die Order. Und es kann sein, das muss aber nicht, es kann sein, dass jemand am Markt gerade diesen Bildschirm auf hat, sieht die Order und sagt sich, hey, was ist das denn? Da will jemand doch gerade hier das und das kaufen. Ups, sorry. Da muss ich jetzt hier mal das Fenster wieder aufmachen. Das und das kaufen. Und ja, ich glaube, das kaufe ich auch. So. Und um sicher zu gehen, das ist natürlich jetzt irgendwo, dass ich diese Aktie auch bekomme. Man kann natürlich auch noch eine Sache machen. Man kann auch noch sagen, ich möchte jetzt hier einmal 1 Cent mehr bieten. Das heißt, ich gehe auf 77 und überbiete sozusagen den eigentlichen Preis um 1 Cent oder 2 Cent oder vielleicht 30 Cent. Es kann ja sein, dass parallel andere genau das gleiche machen. Die wollen genau diese AG zum gleichen Zeitpunkt kaufen. Und wer dann zuerst kommt, mal zuerst. Oder der mit dem höheren Gebot. Also das ist wie so ein kleines Pokerspiel, ne? Also im Hintergrund. Keiner weiß, wer welche Karten hat und wer gerade was bietet. Also ich mache das spontan. Ab und zu habe ich auch keine Lust, dann setze ich die Order einfach sofort rein oder ich setze dann 3 Cent drauf oder 5 oder 10, je nachdem, was ich für ein Potenzial in der AG sehe. Also ich möchte jetzt einfach nur mal 1 Cent. Ich stelle die Order rein und da sieht man jetzt mal 42.000 Euro. Habe ich jetzt 2.153 Stück. Die werden ausgeführt genau um 20.55 Uhr, also in 2 Minuten circa. Und ja, und ich habe dann für 19,77 geboten. Hier sieht man auch immer den aktuellen Preis, der angeboten wurde. Ich bin also 1 Cent drüber gegangen. So, wenn jetzt jemand zu dem Preis 19,76 die Aktie kaufen will, greift aber meine Order, weil ich 1 Cent drüber geboten habe. So, also gut, kann Glück haben, kann ich Pech haben, wenn einer 2 Cent mehr geboten hat. So, jetzt und das gleiche mache ich jetzt durch diese ganze Liste. Vielleicht kaufe ich auch nicht immer so große Pakete ein. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel mal, das ist 94.000, ja, das ist, aber da ist der Preis noch. Ich gucke immer erst mal so ein bisschen auf die Grünen hier, ne? Auf diese hier 86%. Da gucke ich mal, was ist denn da los? Gut, noch so viel Bargeld, da ist nichts passiert. Ja, und da hat auch jemand für 9,89 gekauft. Ja, und ich glaube auch schon, das sind dann die Kandidaten, man kann gegenkontrollieren auf der Käufe und Verkäufe. Mhm. Mal gucken, wer war es? Engineer, das ist auch immer eine Abgreifer. Ja, also man kennt mittlerweile so schon die liebgemeinten Pappenheimer. Also Engineer ist einer, der ist unglaublich fix in Sachen Newcomer-Trading und überhaupt Live-Trading. Ist unglaublich. Der Engineer ist wirklich... Also man kann nur fragen, ist Engineer online? Und wenn einer Nein sagt, oh, ich kann einkaufen gehen. Und Martin auch. Das sind so, es gibt so Kandidaten, habe ich jetzt die Aufnahme gestartet, wo beide online sind, dann brauche ich gar nicht einkaufen gehen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Wir müssen ja jetzt noch wir haben noch 3-4 Minuten, damit wir hier noch ein bisschen einkaufen können. Hier 97%, ja, Doom heißt die Aktiengesellschaft. Doom. Oh nee, auch schon verkauft. Hier auch wieder, man sieht es immer hier. Es steht noch im System drin, aber da ist der aktuelle Briefkurs natürlich schon höher. Das bedeutet, es wurde schon vor mir gekauft. 98%, okay. 51, ich gehe mal hier. Dominik, die Dominik GmbH.
Ja, 1,85 € ist mir auch noch ein bisschen zu teuer dafür, dass das die AG so viel Bargeld hat. Ich gucke mal auf Bargeldbestände 102. Manchmal kann man auch über 100%. Es ist nicht immer schlecht. Man muss nur mal gucken, was die AG sogar, die IMI AG. Aha, die IMI AG. Schwuppdiwupp, IMI AG. IMI AG 10,95. Ja, war vor 2 Minuten aber online. Also ist aktiv, hat Anleihen gezeichnet. Ein bisschen hier was von. Ah, 10,95. Nee, lasse ich auch nochmal die Finger weg. Oh, Mensch, wir müssen hier gucken. 88.000, 87.000. Da, hier sieht man, ah, hier, guck mal hier, die BIVAG. Und wahrscheinlich ist sie schon wieder von Engineer gekauft worden. Nee, doch nicht. Och, ach, aber dafür ist der FP abgesagt. Oder auch wir haben jetzt gerade online. Das sieht man wahrscheinlich gerade an den, ja, wahrscheinlich wurden teure Aktien gekauft. Ich guck da mal in den Kontoauszug rein. Und da sieht man schon, ja gut, MLM wurde gekauft. Ja, ja gut. Oh, hier. Was ist das? 172 Euro nur noch im Bargeld, ist jetzt online und der Kurs soll relativ gut stehen. Ich kann vielleicht, ja, auch nicht so toll. Ja, da ist der FP, das kann man immer auch hier in den Charts nochmal gucken. Die gehen wir auch nochmal detailliert durch. FP 30, FP Gesamt. So, ja, das ist natürlich, also durch die ersten Einkäufe ist das natürlich richtig abgesagt hier. Oh. Nee, ist uns aber aktuell auch ein bisschen zu teuer, um einzukaufen. Die MacGyver AG. Ich meine, das klingt ja alleine schon geil. Das ist doch, ja, hat auch schon ein sehr mysteriöses Logo, ist gerade online, ist ein bisschen teurer als eigentlich gewollt, hat aber ein tolles Anleihen zu Aktienpaket hier. Ich gucke einfach mal rein, spontan. Ja, schöne Streuung, sind auch relativ, ja, sind gute AGs, alles natürlich schön aufgeteilt, hat auch mal schöne Anleihe gezeichnet. Also das ist, wäre ein Kandidat, wo ich sagen würde, okay, kaufe ich mal, allerdings nicht das gesamte Paket, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ich kaufe jetzt davon einfach vielleicht mal 100 Stück. So, 100 Stück. Und das sind 10.000 Euro. Ach, ich will auch nicht übertreiben. Es soll ja auch natürlich ein bisschen nur zeigen, wie es funktioniert. So, wir müssen Gas geben. Wir haben noch jetzt ein paar Minütchen nur noch, damit die Aufnahme auch nicht zu lang wird. Aber ich könnte mich schon wieder festspielen hier. So, dann haben wir hier Western Germany und so. Ist gesperrt worden. Eieieiei. Aber man könnte auch eine gesperrte kaufen, oder? Geht das nicht? So, viel. Also jetzt müssen wir eigentlich mal gucken hier. Also die ganzen, da war schon jemand abgrasen. Ich weiß schon, wer die Kandidaten sind. Ja, hier, alles schon weggekauft. 93,29. Okay, ich guck mal, wer es war. Nee. Kamille Holding ist auch noch online. Ja, das ist natürlich auch. Ich sollte vielleicht nachts um 4 aufnehmen, weil damit ich mal eine Chance habe, überhaupt was abzukriegen hier. Dann habe ich hier noch das. Hier, 24 Euro Bargeld, die Cook, aha, da haben wir schon aus der Cook-Gruppe, und da sieht man ja auch schon alles klar. Das ist, ihr werdet, guckt einfach mal nach dem Index, CUK, Metal and Gothic, also der CUK-Index, ist natürlich eine große Gemeinschaft, und da ist nicht ohne Grund jetzt schon der Preis so hoch. Und ja, da wurde natürlich gleich gezeigt, was ge gemacht werden soll. Das Team hilft sich natürlich gegenseitig, wie alle Indizes. Und hier sehen wir 39. Ich will doch Zimmerei Zimmermann. Das klingt alleine schon lustig. Das, vielleicht haben wir Glück. Ach, wieder kein Glück. Das ist doch. Ich habe zum falschen Zeitpunkt die Aufnahme gestartet. Aber ihr habt es verstanden, glaube ich, was ich damit machen will. Ich blätter die Liste durch und ihr, das ist echt ein bisschen Arbeit vielleicht, aber irgendwo findet ihr mal ein Schnäppchen. Und dann, das Blöde ist nur jetzt während der Aufnahme, das muss ich vielleicht mal, ich gehe nachher mal so ein bisschen nach der Aufnahme, bisschen einkaufen. Das ist ja mit der Let's Player G erlaubt. Das sind ja keine Vorteilsgeschäfte, die ich mir selber oder irgendwelchen Leuten, sondern ich mache einfach natürlich ein bisschen Shopping, was sich in Grenzen hält, mit der Let's Player G. Und ja, das ist so der gleiche Ablauf. Ich gucke mir natürlich in der Liste immer was an, klick was an und scanne durch. Und das ist natürlich wahrscheinlich für ein Let's Play sehr langweilig, also für die Zuschauer, so tippe ich mal. So, nicht die Nicht-AG, das ist ja auch geil. Die Nicht-AG, was ist es denn? Eine GmbH oder nee, ist es die Nicht-AG? Nee, ist es die Nicht-Nicht-AG? Ist, weiß ich auch, keine Ahnung. Die Nicht-AG. Und wer ist es? Nightwalker? Sollte es die Night-AG werden? Nein, ne? Das ist wirklich die Nicht-AG? Dann müsste es ja Nichtwalker heißen.
Also, was ist ein Nichtwalker? Ein Fahrradfahrer. Nun gut, egal. Wir wollen jetzt wieder nicht hier mit irgendwelchen Karlauern hier komplett das Let's Play bis zum Boden runterdrücken, sondern ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt gleich noch mal ein bisschen in den Newcomern shoppen. Das Risiko wisst ihr. Ihr wisst nicht, ob der Newcomer wie aktiv wird, ob er gute Renditen erzielt, aber ich kann euch nur sagen, ihr müsst das Depot gut mischen. Nicht nur die großen Brocken einkaufen, teilt das Geld gut ein. Achtet darauf, dass ihr das Anleihendepot gut aufbaut. Das sind die ersten Schritte, die ersten Tage und vielleicht auch die ersten 2 Wochen. Ihr müsst es so Schritt für Schritt aufbauen. Und wenn ich jetzt hier gucke, oh, ich habe Post gekriegt. Das können wir zum Schluss noch eben durchgehen. Ja, wir haben doch tatsächlich beide Aktien bekommen. Das heißt, mit der Kauforder nach Haller haben wir alle Aktien bekommen und auch die MacGyver AG für 107,41 €. Ja, Applaus, Applaus. Das ist toll. Also wir haben unsere beiden Käufe, sind auch durchgegangen und damit möchte ich das Let's Play eigentlich beenden. Gehe jetzt parallel noch mal ein bisschen shoppen, um natürlich danach zu zeigen in der nächsten Aufnahme, was denn alles so passiert ist, was ich so eingekauft habe und dann präsentiere ich das Depot und so weiter und so fort. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Shoppen, beim Einkaufen, beim Anleihenzeichnen, beim Rumklicken und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play AG Spiel. Tschüss!